mit einem Tafelbild aus einem Ensemble, heute in den Sammlungen des Belvedere aus 8 Tafelbildern bestehend, waren es ursprünglich 4 Tabule, also 4 Tafeln eines Flügelaltars, die bis in die 1940er Jahre durchaus üblich gespalten wurden, um aus diesen sakralen Werken profane Kunst im musealen Kontext werden zu lassen. Seit 1951 spielt die Rezeption des Mittelalters in der Österreichischen Galerie eine sehr wichtige Rolle. Und zu Recht. Rühland Frühauf, der Ältere, der 1440, 1450 im Raum Salzburg geboren worden sein dürfte und ab 1470 als eigenständig gestaltender Künstler in Erscheinung tritt, zeigt uns auf der Innenseite des Flügelaltars, also eine Festtagsseite, die nur zu besonderen festlichen Anlässen dem Kirchenvolk präsentiert wurde, das erleben und erkennen wir an der aufwendigen Goldpunzierung, einen Teil der Passion Christi, nämlich die Geißelung. Jesus Christus, der gefoltert wird, an eine Säule gefesselt, sehr detailreich und auch psychologisch nachvollziehbar und in der Erzählung und Schilderung der Figuren durchaus emotionalisierend, erleben wir dieses Schrecknis des fast völlig entkleideten Jesus Christus, Sohn Gottes, der hier auf die Tötung, auf die Kreuzigung hinführend den einzelnen Stationen der Misshandlung, der Passion ausgesetzt ist. Interessante Details, die in der Kleidung, in der Gestaltung der einzelnen Figuren, dieser Häscher, dieser Pharisäer, die Jesus Christus unter Druck setzen und ihm ein Bekenntnis abbringen wollen, dass er kein König, nicht Sohn Gottes ist. Diese belastende Situation wird durch den Körper des Gegeißelten, der in seiner Zerbrechlichkeit nur von einem Hauch von Textil malerisch unglaublich delikat ausformuliert, geradezu verkörpert und für uns spürbar, sinnlich erlebbar gemacht. Das Zubereiten der Folterinstrumente wie dieser Reisigrute, aber auch die mehrschwänzige Katze, die zum Einsatz kommt und dann diese Oberfläche, diese durchlässige Haut, diese zerbrechliche mit den Spuren der Verletzung, die Rühland Frühauf, indem er ganz in der Tradition der mittelalterlichen Kunst die Temperafarbe Schicht über Schicht auf die Grundierung aufträgt, die dünkleren, erdfarbigen Schichten und darüber dann ganz zarte Lasuren erzeugen diesen wechselnden Glanz und diese Glaubwürdigkeit von Körperlichkeit in der Darstellung der mittelalterlichen Tradition. Das alles in einer Zeit, die von Umbrüchen getragen ist. Krisen prägen dieses späte Mittelalter an der Schwelle hin zum 16. Jahrhundert. Und wenn wir uns das Raumkonzept etwas näher ansehen, darüber die gotischen Bögen dahinter, ganz im Sinne der aufwendigen Gestaltung von Textilien, die über die Handelswege von Venedig in den süddeutschen und Salzburger Raum herein transferiert werden, diese floralen Dekore mit dem berühmten typischen Granatapfelmotiv, die in Form von Punzen in die Grundierung hineingepresst wurden, die den Goldgrund in dieser Dreidimensionalität ganz besonders brillant und aufwendig wirken lassen. Und dann dieses Raumkonzept, das Kreuzrückengewölbe, das in großen konstruierten Bögen den Raum überspannt, eine zentrale Säule, an die Jesus Christus während der Folterung gefesselt ist und der Boden aus fliesenartigen Steinplatten in der Parallelperspektive, wie wir sie im späten Mittelalter des auslaufenden 15. Jahrhunderts vorfinden können, in einer Zeit, in der die
uns so vertraute Zentralperspektive noch nicht existiert, noch nicht ge- oder erfunden wurde. Erst im 16. Jahrhundert, im Renaissance, wird dann diese zentralperspektivische Darstellung einer räumlichen Situation Platz greifen. Viele Details, die die Körperlichkeit dieser Figuren in ihrer Präsenz auch psychologisch interessant wirken lassen und werden lassen. Rühland Frühauf, der Ältere, dieser erfolgreiche Künstler, der mehrfach dokumentiert ist und damit können wir sein Leben auch nachvollziehen als einer derer, die mit ihren Initialen RF, Rühland Frühauf, ihrer Zeit vorausseiend, sich als Künstler gerieren und als Künstler erlebbar werden. Einem Geniekult weit vorauseilend ist immerhin der Maler hier selbstbewusst genug, seinen Namen ins Treffen zu führen. Erleben Sie dieses Werk in seiner Erzählkraft in den Sammlungen der Österreichischen Galerie Belvedere. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen.